Willkommen zurück zu Pac-Man World Repack. Wir haben das erste Gebiet komplett abgeschlossen und kommen nun in die Ruinen. Episode Horrorhöhle. Gruselig. Hier gibt es keinen besonderen Schlüssel oder Freund zu sammeln. Hier gibt es nur die üblichen kantigen Buchstaben. Oh Gott, sieht aus wie ein Karton. Aua. Kartonhöhlen, Mensch. Okay. Ja, hier gibt es nur die Buchstaben, die wir alle kennen. Und hier gibt es noch ein Bonus-Maze-Level. Hier haben wir einen Apfel. Hier haben wir eine Coin. Und hier haben wir Spinnen. Ah! Oh mein Gott. Okay, man sieht das sogar. Die dunklen Holzdinger, die fallen runter, wenn man drauf steht. Also aufpassen. Was? Nom, nom. Ich lass mich hier einfach mal hier füttern. Vom Wasserfall. Ich sammle übrigens nicht jedes einzelne von diesen gelben Bällen. Die bringen nämlich nichts. Die sind nicht so 100% wichtig. Ich sammle nur ein paar, weil ich Bock habe. Waka waka. Okay, jetzt wird's gruselig. Hä? Warum bin ich so blau ausgeschnitten? Oh mein Gott, ein Bluescreen hinter Pac-Man? Mach ihn doch einfach transparent. Ist gut versteckt hier. Aber dafür ist es auch nichts Besonderes, sondern nur etwas zu essen. Das Leben meine ich. Wacka, wacka, wacka. Okay. Was ist das denn hier? Aua! Eine Falle! Hier sind Fallen überall nur für Pac-Man aufgestellt worden. Okay. Müssen wir aufpassen. Wir wollen natürlich nicht getroffen werden. Okay, hier ist der Pfirsich. Den brauchen wir da drüben. Für diese Plattform zum Erscheinen. Mit der. Die erinnert mich so ein bisschen an Crash, diese Plattform. Ich meine, das war Crash, wo es auch sowas gab. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Hä? Wo kommt das da runter? Schaut mal. Wo soll der Stein da runterkommen? Der Stein kommt aus dem Stein? Aua. Ja, man kann nur auf Gegner springen, wenn man eine Stampfattacke macht, einen Po-Angriff. Ja, so heißt das ja offiziell, der Angriff, der Po-Angriff. Das aber auch gepasst. Immer schon rumstampfen. Boingi boingi machen. Und ja, aber das A. Der ganze Weg hier. Nur für einen Buchstaben. Naja, worth it. Whee! Wow, 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 wow. Dann werden wir abgeschossen von Feuer und Lava und Magma und keine Ahnung, wie das heißt. Und die sehen cool aus, die Typen. Haben einen coolen Style. Hauen wir mal die Tür auf und essen sie alle auf. Denn ich hab Hunger. Auf Geister, das ist meine Hauptspeise. So, erstmal die Geister essen und dann alles einsammeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nein! Ach, hier ist noch einer. Okay, gut. Ein riesiges Gebiet, wo man Pac-Man spielen kann. Ist auf jeden Fall besser. Weil die Dinger respawnen nicht. Diese, ja, diese Pillen. Hier ist noch einer gewesen, okay. Waka waka. Denn nur, wenn man die auch mit besiegt, zählt das als abgeschlossen. So, und das müsste jetzt gewesen sein, oder? War ja noch was? Ich glaube nicht. Na gut, hier ist ein Checkpoint. Den nehme ich sehr gerne mit. Waka, waka, da, waka, da, waka, da. Woo. Woo. Vergesst mal, dass ich es habe. Weil ich es halt nicht wirklich bisher gebraucht habe. Und vielleicht ändert sich das noch. Oh Gott. Ich nehme auf jeden Fall irgendwo eine Metallkapsel. Will ich da runterfallen? Ich glaube, da will ich nicht runter, oder? Will ich da runter? Will ich in das Loch fallen? Ich glaube nicht. Oder? Doch! Doch, hier will ich runterfallen. Okay, ich war mir nicht sicher. Ich habe es nochmal ausprobiert. Ah! Ah, nee, da oben war noch was. Ach, nö. Oh, hallo. Bam. Tschüss. Nom, nom, nom. Komme ich irgendwo wieder hoch? Ey, nee, das geht ja aber nicht weiter, oder? Doch, hier geht's weiter. Okay. Dann springe ich in die Lava. Freiwillig. Weil ich noch nicht alles gesammelt habe. Weil zum Beispiel gibt es hier noch was. Oh, was? Komm, geh da hoch. Jetzt. Hä?
Ach so, soll man eigentlich runterkommen, oder wie? Ja, anscheinend soll man so eigentlich runtergehen. Okay, cool. Bam. Das C. Also ja, war richtig, dass ich da mich gekillt habe. War schon richtig. Okay. Jump, jump. Hallöchen, Spinni. Tschüss, Spinni. Du darfst hier nur bleiben, wenn du die Mücken für mich frisst. Im Sommer kommen die ganz oft. Das finde ich nicht so schön. Bam. Wow. Wacka, wacka, wacka. Wacka, wacka, wacka. Okay. Neuer Checkpoint, aber da hinten war noch was. Hier links. Okay, hier komme ich noch gerade noch so hin. Und hier ist das M. Wunderbar, wunderbar. Woo. Wasser. Oh mein Gott. Wasser in einem Pac-Man-Spiel? Da hatten wir literally in der ersten Folge, glaube ich, direkt schon Wasser. Aber hier so ein Wasserfall? Ich glaube noch nicht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Okay, die Glocke haben wir noch nicht gefunden. Die finden wir wahrscheinlich hier drüben. Ja, richtig. Okay, so langsam kriege ich das Spiel hin. Ich muss aber sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz anders das Spiel als Pac-Man World 2. Weil ihr wisst ja, ich habe ja Pac-Man World 2 mal gespielt. Zwar nicht durchgespielt, aber halt ein bisschen angespielt. Und ja, Pac-Man World 2 ist auf jeden Fall mehr 3D als das hier. Das hier ist eher so, ja, einfach nur so ein linearer Plattformer von links nach rechts. In 3D. Und ganz ehrlich, das hier finde ich eigentlich chilliger. Bisher muss ich sagen, meine Erfahrung in diesem Spiel ist sehr entspannt. Sehr entspannt. Okay, können wir hier unter Wasser vielleicht was machen? Oh, hier war was. Das ist eine Plattform, glaube ich sogar. Ja, Tatsache. Da oben ist ein... Da oben war ein Secret oder so. Gemäß ja nicht. Hallo, Freund, Kumpel, Höhlenmensch. Komm ich da hoch? Nee, das grabt er leider nicht, aber hier kann er grabben. Bam. Hau, 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 hau. Und dann hier hoch. Und essen wir, weil wir haben Hunger. Pac-Man hat immer Hunger. Also, ich meine, wann hat Pac-Man mal nicht Hunger? Richtig, nie. Hat immer Hunger. Ich dachte mir schon, das sah so komisch aus. Da geht's weiter. Aber da war da nicht noch links noch irgendwas? Ah, nö, anscheinend nicht. Okay, dann gehe ich wieder. Ciao. Wo ich denn jetzt? Ah, aua. Wieder im Sperrgebiet. Ah. Ey, wie soll ich denn den ausweichen? Ich weiß wirklich nicht, wie ich diesen Fischen ausweiche. Okay, jetzt werden sie... Hallo, Pac-Man, please. Danke. Jetzt werden sie auf jeden Fall erstmal kaputt geschlagen. Bam, bam. Und jetzt noch schnell, schnell, schnell. Yeah. Gerade noch so alles bekommen. Schön, schön, wunderbar. War da hinten noch was? Nee, sieht nur so aus. Und Bonus Labyrinth Level. Bevor wir das Level hier beenden. Warum nicht? Falls man die übrigens hier verlieren sollte, ist das absolut kein Problem, denn man kann sie außerhalb des Levels nochmal neu versuchen. Das haben wir auch schon, ich meine, letzte Folge gesehen, dass man die da auch nochmal auswählen kann. Ich meine, das kann man bestimmt auch, wenn man das hier nicht geschafft hat. Man muss ja einfach nur einmal reingehen und es erreicht haben, diesen Ort. Ich glaube, das reicht auch schon. Wir müssen aufpassen, denn an diesen dunklen Stellen fliegen die ganze Zeit Steine runter. Wir wollen uns von diesen Steinen nicht treffen lassen! Okay, man kommt auf der anderen Seite raus, aber es sah jetzt sehr komisch aus. Es sah aus, als wäre ich teleportiert worden. Das sah jetzt nicht gut aus. Fand ich. Aber naja. Kann nicht alles wunderschön aussehen. Wacker, wacker, wacker. So. Und damit sollten wir es geschafft haben. Ich finde aber auch die Rätsel hier, also die Labyrinthe in den Leveln selber, finde ich schwieriger als die, die man im Freeplay auswählen kann. Vielleicht bist du aber auch nicht. Wow. 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 Und hier, was macht der Schalter? Okay, mit dem kommen wir hoch.
haben wir hier drin? Eine saftige Zitrone. Rein da, schnell! Okay. Ah, und damit kommen wir da rüber. Denn da hinten können wir mit einer... Was ist das? Honigmelone oder so? Noch was erreichen? Ich glaube, das ist eine Honigmelone. Sonst korrigiert mich in den Kommentaren, falls was anderes ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich mit der Pac-Man-Welt nicht hundertprozentig aus. Aber auf jeden Fall schon ein gutes Stückchen, würde ich sagen. Würde ich mal... einfach mal so... sagen. Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich bin tot. Das war ein bisschen unangenehm, ja, dass ich so einfach jetzt gestorben bin. Nicht aktivieren, gut. Aber das kann schon mal passieren. Na gut. So, damit es nicht nochmal passiert. Einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Okay. So, und jetzt ist das Ende des Levels. Oh ja, hinter dieser coolen Tür. Bam! Ist die Statue von Pac-Man. Die hat natürlich schön zerstört. Und bitte sagen wir, wir kriegen hier eine andere Bonus-Stage, als nur immer nur die gleiche. Ja, eine neue Bonus-Stage. Let's go! Boing. Boing. Okay. Ah! Ich versuche mal alles zu sammeln, aber das wird bestimmt nicht einfach. Ich fahr mal runter. Oh Gott, ich habe lange nicht alles, oder? Okay, man sieht aber unten rechts, was ich alles habe und was mir noch fehlt. Verdammt, da oben war noch irgendwo irgendwas, womit ich hochkomme. Also, wo würde ich da... Ja, ich muss einfach geradeaus runterfallen, glaube ich. Verdammt, 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 schnell, schnell, schnell. Wie lange dauert das? Jetzt, hier einfach runterfallen. Wow, das sah cool aus. Und wir haben alles gesammelt. Leider kein Achievement dafür, aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Yeah! Jetzt gibt's wieder etwas Glücksspiel. Zwei Erdbeeren sind cool. Oh, und der Rest leider nicht mehr. Ich drücke einfach nur random irgendwann A. Irgendwann werde ich schon eine coole Kombination finden, wie die zwei Kirschen dort. Und nochmal zwei Kirschen. Ja, das war dieses Level. Damit schalten wir das nächste Level frei. Genau, hier haben wir alles. Ich check nur eben nach. Und hier können wir einen Schlüssel und einen Freund befreien. 2-2, Episode manische Minen. Let's go. Ich weiß übrigens nicht, wie lange das Spiel ist. Ich glaube, so 4 bis 6 Stunden geht das Spiel insgesamt. Aber bin mir nicht sicher. Okay, ist aber auch nicht so wichtig. Wow, auf ihn kann ich nicht springen. Ihr seht ja schon, es leuchtet so oben auf ihn drauf. Da brauche ich erstmal ein paar Dots. Bonk. Ich habe Angst, ja. Wie wir so runterkugeln. Ich meine, macht natürlich Sinn, aber ich finde es trotzdem cool. Cooles Detail. Okay, die dürfen wir wahrscheinlich nicht treffen, weil es bestimmt brandheiß. Aua, aua. So, haben wir auch schon aufgepasst. Okay, da hat sie jetzt weiter. Aber wir wollen natürlich 100% versuchen anzustreben. Ich meine, mittlerweile denke ich mir auch, wahrscheinlich mache ich die 100%, weil. Scheint ja nicht so schwer zu sein. Oder? Oder? Wer weiß? Bam! Zack, okay. Boing! Wir müssen ja extra vorsichtig sein, alles gut achten. Ne? Immer auf den Hintergrund auch achten. Nicht, dass ich wieder wie im allerersten, wie im zweiten Level das verpasse. Okay, da können wir noch nicht rein. Erst jetzt können wir da rein, denn hier ist die Honigmelone. Es ist so voraussichtbar, also man kann alles voraussehen, wo alles sein wird. Wenn da ein Tor ist, wird wahrscheinlich 2 Meter später, ich sag mal, der Anführungsstrichen Schlüssel dafür sein, ja. Ist kein wirklicher Schlüssel, aber fungiert ja technisch gesehen wie ein Schlüssel, von daher. Die habe ich gesehen. Die Münze habe ich gesehen. Die kann sich da nicht verstecken.
Ah, nee, das macht ja gar keinen Schaden. Okay. Aua! Das war heiß! Das tat weh! Du bist zu weit, oder? Warte, sag mir jetzt bitte nicht, man kann da nicht mehr hoch. Als ob. Doch, 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 das geht. Aber es ist echt knapp bemessen. Hä? Aber mir fehlt doch eine Orange. Hä? Okay. Und hier fehlt mir ein Pfirsich. Oder finde ich das hier? Ah. Also man soll hier hoch, aber es ist halt wirklich knapp bemessen, dass man hier hochkommt. Okay, jetzt hat das aber geklappt. Wie auch immer. Ihr seid nervig und ich habe Hunger. Das heißt ja nicht umsonst Pac-Man. Und da. Nom nom ich jetzt euch weg. Waka 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 waka. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Nein. Doch. Boah. Das habe ich noch geschafft. Okay, war gar nicht mal so knapp gemessen. Gut, dass ich das noch geschafft habe. Alright, und nun das C. Nicht das C war, nur das C. Ich mag die Musik in dem Spiel, die ist schön. Ich mag diese Pac-Man-References in den Liedern. Die finde ich sehr cool. Ich mag ja allgemein Retro-Spiele, wie viele von euch sicherlich schon wissen. Ja, von daher. Ist cool, so Retro-Soundtracks im Hintergrund so zu hören. Sowas finde ich halt cool. Du vielleicht nicht, aber ich schon. Oh Gott, das sieht schon schwierig aus. Oh, oh, oh Gott. Aber ich kann nicht in die Lava. Okay, ich kann nicht in die Lava fallen. Waka, 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 waka. Okay, ich kann, glaube ich, auch auf der anderen Seite wieder rauskommen, wenn ich das so will. Ja, nochmal schön die Animation zeigen. Ist ja wichtig, dass jeder sieht, dass ich jetzt riesiger Pac-Man bin und alle vernasche. Okay. Leider hat man in diesem Modus nur ein Leben. Und ich bin tot. Mist! Also mit einem Leben meine ich ein Hit, ein Treffer und man ist sofort Geschichte. Das meine ich mit einem Leben. Du verschwindest besser, Freundchen. Nom in meinen Magen. Ja. War Geister gefressen. Waren schön luftig. Woraus bestehen Geister? Bestimmt nur so aus Luft, oder? Die schweben ja einfach nur so. Okay, keine Ahnung. Okay, hier war ein Checkpoint, immerhin. Das war gerade, muss ich nichts zu sagen. Waka, waka, waka. Wow, what? Kann ich die Kamera nicht drehen? Ich habe nicht umsonst einen zweiten Stick. Auf den meisten Controllern. Nein, nein, ich will nicht auf dem einfachen Modus spielen. Bro! Ich mach das nicht extra, ja? Ich will nicht angeben mit meinem Leben. Wirklich nicht. Es ist nur schwierig, hier die Perspektive zu sehen. Das Spiel auf dem 3DS sowieso besser passen. Warum ist das Spiel nicht auf dem 3DS rausgekommen damals? Schwache Leistung. Das war natürlich nur ein Witz. Obwohl ich es auch cool gefunden hätte, wenn das auf dem 3DS, weil das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie komme ich darüber? Und zwar ohne Witz, wie komme ich darüber? Von hier? Ja, den Sprung schafft er. Boah, macht Mario Konkurrenz mit seinem großen Sprung. Na, und wie war euer Tag so? Wow! Ich hoffe, er war packtastisch. Denn, meiner könnte es bald nicht mehr sein, wenn ich hier ständig runterfalle. Vor allem habe ich den Schlüssel noch gar nicht gefunden. Weiß nicht, wo der Schlüssel ist, aber ich hätte ihn jetzt gerne langsam mal. Man kann auch mit Steuerkreuz spielen, tatsächlich, merke ich gerade. Weil die, ich meine, die alten PlayStation 1 Controller hatten keinen 3D-Stick. Keinen so einen Stick hier.
Ich glaube, wir hatten wirklich nur D-Pad, was halt nicht so schön ist für 3D-Spiele. Und das war ja alles früher 3D-Spiele auf der PlayStation. Also, ich hatte keine PlayStation, aber ich glaube, das war es so. Und ich bin leider wieder runtergefallen. Was bedeutet, ich muss ewig lange warten. Oh nein, warten. Mein schlimmster Albtraum, mein schlimmster Fight. Okay, egal. Gut. Nehmen wir das M mit. Ja, es gibt zwei A's. Ja. Es gibt zwei A's immer in jedem Level. Also nicht jedem Level, aber in den meisten Leveln. Was bist du denn? Was zum... Ein Tornado! Was macht der? Verfolgt mich! Okay, ich muss auf jeden Fall weg von ihm. Ha! Er kommt da nicht drauf! Ha! Die Dinger sind mir ein bisschen suspekt. Verstehe die nicht. Habe ich die schon? Nee. Warte auf mich! Aua! Warte auf mich! Okay. Okay. Boing. Boing. Will ich hier hoch? Ja, nee. Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich will doch hoch. Aua. Mag die Gegner nicht. Ich hoffe, hier geht es nicht weiter, weil ich würde jetzt ungern weitermachen. Okay, geht's weiter. Hier ist ein Checkpoint. Checkpoints sagen immer, jo, so im richtigen Weg, Bulli. Und das wollen wir tatsächlich nicht. Wir wollen nicht auf dem richtigen Weg sein. Achso, da geht's gar nicht runter. Ich dachte die ganze Zeit, hier unten ist ein weiterer Weg. Aber nee, da ist gar nichts. Da ist die Leere. Da ist der Tod. Aua. Waka waka. Waka waka ist fast tot. Das mag Waka waka nicht. Oh oh. We got a little bit of a oopsie. Quick, quick, quick. Wee. Okay. Was gibt's hier? Warte, zwei? Ich hab nur einen. Oder vielleicht finden wir hier unten einen zweiten. Waka, waka. Waka, waka. 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 Lass mal sehen, hier links. Okay, Metallpille brauchen wir. Okay, zwei Kisten. Okay, zwei Kisten. Ronne Metallpille, die müsste. Ja, hier irgendwo sein. Okay, und hier ist das zweite Ding. Und hier ist ein. Das ist nur ein Bonus, nur ein One-Up. Wow, was war das denn? Man kann die aufladen? Das wusste ich nicht. Boah, das muss ich beim nächsten Gegner ausprobieren. Aber erstmal haben wir ein schönes Minispiel. Yeah! Waka wa, waka 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 wa, waka waka waka. 100 Pünktchen. Und ein paar Pillen dazu. Waka 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 waka. Am besten erstmal hier vorne die. Nom, warum gehst du auch raus? Was da sicher? Aber okay. Oh oh. Er fühlt sich jetzt sicher und. Komm hinterher? Nee, doch nicht. Okay. Das ist ja ganz vorteilhaft. Du, 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 du. Nee, den kriegst du erst. Den kriegst du nicht. Stell dir vor, die können hier einfach schnappen und dann das gleiche einfach umgekehrt auf mich anwenden. Das wäre was. Ich mag dieses alte Pac-Man-Design. Deshalb finde ich es cool, dass man aus, zu dem wird, wenn man die Pille nimmt. Das finde ich cool. Yeah! Denkt dran, Leute, nehmt eure Pillen. Vergesst es nicht. Pac-Man denkt auch immer dran. Dann wird er groß und stark. Oder so. Tschüss. Danke. Hä? Geht's nicht weiter? Hä? Was? Ich dachte, hier geht's weiter. Sag mir nicht. Was, geht's hier unter Wasser weiter? War da hinten ein Weg? Den ich übersehen habe oder so? Nach der Metallpille? Muss ich mal kurz schauen, nach der Metal Cap. Ja, man kann hier noch weiter hochschwimmen. Okay. Lol. Na gut. Whee. Ja, kostenloser Schatz, ne? Warum soll ich den nicht mitnehmen? Whee.
Dritt. Aufgepasst. Hier können wir nicht lang. Da will ich nicht von. Da will ich nicht runterstehen, wenn das Ding runterkommt. Das wäre nicht so schön. Na komm. Okay. Und jetzt will ich ausprobieren. Bam! Aua, okay. Sollte es vielleicht noch einen Gegner machen, der mich nicht sieht, aber. Scheint auf jeden Fall eine sehr krasse Attacke zu sein. Und jetzt muss ich wieder zurück. Ohne zu sterben! Okay. Ach, ich hab's doch gar nicht eingesammelt. Okay, sorry. Ich dachte, ich hätte schon eingesammelt. Ah, alles klar. Mein Fehler. Einfacher Modus. Nee. Freue ich. Ich doch nicht. Das war nur ein Witz, Freunde. Das war doch nur ein. Ein Joke! Eine Joke. Tschüss. Just a prank, bro. Jetzt haben wir die Glocke. Hui! Das A, das zweite. Und jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Ach, wir schmeißen damit so Bomben. Schon die Bombenpille haben wir auch schon länger nicht mehr gefunden. Fällt mir gerade so auf. War hier noch irgendwas oder war das hier alles nur für das... Guck mal da hoch. Okay, war alles nur für das A. A, alles klar. Aua, nicht da schon wieder. Da klebt man so blöd dran. Dann wird so aufgespießt. Mag ich nicht. Okay, ich hoffe, da unten links war jetzt nichts mehr. Bam. Was gibt's hier so Schönes zu finden? Ja, da kommt man schon noch hoch. Ein Checkpoint gibt's hier zu finden. Ach, schau mal da unten. Oh, Mist. Da hätte ich erstmal hingehen müssen. Ah, zu weit nach unten. Okay, nach rechts springen. Jetzt! Oh, das war nur ein... Das war nur ein Bonner. Ich dachte, da wäre die Frucht drin. Na gut. Akzeptiere ich. Akzeptanz ist wichtig, I guess. Wow! Ist der verrückt? Da fackelt er mich fast ab. Okay. So ein Maze, so ein Mini-Maze. Okay. Das war knapp. Okay, jetzt haben wir den... Was ist der Schlüssel? Ich glaube, den Schlüssel kriegen wir dann beim Tor, oder? Okay, einer ist ja noch. Nom. Perfekt. Hier hinten ist auch noch was. Was ist denn hier hinten so schönes? Ach, oder warte. Das ist ja gleich das Ende des Levels. Da geht's weiter, da rechts. Ja, doch, den, unseren Pack-Hund, den wollen wir befreien, ne? Oder? Ich denke mal schon, dass wir den befreien wollen. Was? Okay, Abkürzung nehme ich mit. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel. Diesmal war der einfach zu finden. Aua. Hä, kann man da nicht drüber springen? Okay, anscheinend nicht. Jetzt bin ich tot. Hä, wie mache ich das denn? Einfach Damage boosten, okay. Ah! Ja, keine Ahnung, muss ja so sein. Ach komm schon! Spiel! Nein! Ich möchte nicht den einfachen Modus betätigen spielen. Nein, danke. Bisher habe ich nicht nötig. So. Jetzt befreie ich meinen Hundi! Yay! Der Pack-Kumpel. So heißt er, der Kumpel. Wow, wow, ich wusste, dass du es schaffst, Meister. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich warte draußen auf dich. Wow. Der könnte auch aus Garfield sein oder so, aus irgendeinem Cartoon oder so. Ich habe gerade keinen Namen ein, aber... Der passt auf jeden Fall nicht nur zum Pac-Man auf dem Arzell, ja? Okay. Ist der dann das Ende des Levels? I sure hope. Ja, das N sagt, das Ende des Levels, das Ende des Levels ist hier irgendwo in der Nähe. Wahrscheinlich hinter diesen Treppen. Tatsache.
Dann weg mit dir! Ah ja, stimmt, die Bonus-Stage. Ist es die gleiche? Wenn es die gleiche ist, dann schneide ich die für euch raus. Dumm-dum-dum-dum. Ja, es war das gleiche. Okay. Start the slot. Boah, haben so viele Münzen. Ich will die gar nicht benutzen. Ich drück einfach A. Ich guck einfach nicht hin. Ich höre einfach nur drauf, was passiert. Jetzt, jetzt, jetzt. Ne? Okay. Dann vielleicht jetzt. Und dann jetzt. Und jetzt. Schade. Dann jetzt, jetzt, jetzt. Habe ich was bekommen? Ne. Okay. Da habe ich übrigens wirklich nicht geguckt gerade. Wirklich die Augen zugehalten. Ja, gut. Dann in der nächsten Folge werden wir die Ruinen hoffentlich abschließen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wow, wow, willkommen zurück, Meister. Danke, dass du mich gerettet hast. Wow. Ja, Meister empfiehlt, ich meine, der Penkumpel empfiehlt, das Video zu liken und zu abonnieren, damit nichts mehr verpasst.